So Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich mal über das Thema Auftragsarbeiten sprechen. Und das hat auch seinen Grund, weil ich nämlich in letzter Zeit öfter wieder Anfragen für Auftragsarbeiten bekommen habe. Also ich hatte eine ganze Weile in meinem Instagram-Profil drin stehen, dass ich halt keine Auftragsarbeiten annehme, weil ich eben schon mal so eine Phase hatte, wo sich recht viele Leute gemeldet haben und gefragt haben, hey, kannst du mir nicht das und das Bild zeichnen oder kannst du mir für den Geburtstag das und das erstellen, kannst du mir ein Tattoo entwerfen und solche Geschichten. Das ist natürlich alles ganz cool, vor allem, weil es ja halt irgendwie auch so eine Wertschätzung ist, ja, dass du weißt, die Leute finden deine Bilder cool und das, was du machst. Und sie könnten sich halt vorstellen, dass du ihnen exklusiv, naja, in Anführungsstrichen, irgendwas entwirfst, was sie sich dann ins, weiß ich nicht, ins in die Wohnung hängen oder am besten Fall noch hier auf die Haut machen als Tattoo, ist natürlich eine schöne Wertschätzung. Man kann sich da schon geschmeichelt fühlen, aber ich finde halt, dass man nicht alles annehmen kann. Es ist halt einfach zu viel, vor allem gerade, wenn man das nicht hauptberuflich macht. Und das ist auch so die Intention dieses Videos, dass ich mal für mich reflektieren möchte, ob das jetzt gut oder schlecht ist, Auftragsarbeiten anzunehmen und wie eure Meinung dazu vor allem ist. Ob ihr das überhaupt macht oder ob ihr für euch sagt, nee, das mache ich überhaupt nicht, ich nehme keine Auftragsarbeiten an, ich zeichne nur für mich selber. Denn das Letztere ist so ziemlich mein Standpunkt immer gewesen, wie ich das gemacht habe. Also ganz selten nehme ich mal Auftragsarbeiten an oder was weiß ich, wenn ich jetzt die Leute halt kenne und sage, okay, für dich mache ich das. Aber was eher selten vorkommt, das ist wirklich, wenn fremde Leute mich fragen, kannst du mir das und das Bild zeichnen? Denn es ist halt immer so, bei Auftragsarbeiten, ich verspüre da nicht so diesen Reiz daran, das Bild dann auch zu zeichnen. Weil wenn ich ein Bild male, dann ist es auch so, dass ich dass mir das Motiv irgendwie zusagt und ich da was Cooles drin sehe und da halt Lust drauf verspüre, das zu zeichnen. Und bei Auftragsarbeiten ist das halt nicht immer der Fall, weil dann kriegst du halt irgendwie, sagt immer, ja, hier zeichne mal meine Oma und, also meine verstorbene Oma und mein neugeborenes Kind oder so, die sich nie kennengelernt haben. Das habe ich zum Beispiel relativ oft gehabt, so eine Anfrage. Und das ist für mich halt, ja, weil, ich sag mal, du kennst diese Leute nicht, das ist dann halt einfach eine Oma und ein Kind für mich in dem Sinne. Ich habe ja nicht diese emotionale Verbindung zu diesen Leuten und da fehlt mir dann einfach so diese, ja, da ist einfach diese Distanz da und ich habe da nicht so Lust drauf, das zu zeichnen. Vor allem gerade, wenn du ältere Leute zeichnest, dann, das ist ja immer noch mal mehr aufwendig, weil du hast halt dann noch die Falten, du musst gucken, dass du das Gesicht noch ein bisschen stärker anpasst als jetzt bei einem jungen Menschen, wo das halt alles noch glatter ist und dann da das dann halt nicht so lange dauert. Dann ist es halt auch wieder so, diese Auftragsarbeiten, also erstens, die kosten halt sehr viel Zeit. Das ist halt auch einfach Zeit, die mir abgeht oder die ich gar nicht hätte. Also wenn du jetzt natürlich ganz normal arbeitest und halt in deiner Freizeit dann noch diesen YouTube-Kanal führst, so ich das mache, dann muss ich halt einfach aussortieren, was kann ich denn überhaupt alles machen und bleibt dann halt auf der Strecke. Und da sind für mich eben diese Auftragsarbeiten auf der Strecke. Natürlich könnte ich damit halt Geld verdienen, aber also ich tue mich jetzt prinzipiell nicht schwer damit, Geld zu verdienen mit den Bildern. Aber es ist halt dann so, du hast halt diesen Zwang oder diesen Druck dann halt abzuliefern, ja. Und du musst dann halt, also da ist halt diese Leichtigkeit weg, die ich sonst habe, wenn ich halt nur so für mich zeichne. Früher war das öfter so, dass ich mal so hatte, ich habe ein Motiv angefangen, habe gemerkt, okay, Mist, ich kriege das nicht hin. Ich muss das abbrechen. Und darum habe ich früher auch öfter gesagt, nee, ich nehme keine Auftragsarbeiten an. Das hat sich in den Jahren gebessert. Also wenn ich jetzt ein Bild anfange, dann weiß ich auch, wie ich das aufbauen muss, dass es dann halt auch zu einem guten Ergebnis am Ende wird. Also das ist jetzt nicht mehr so das Problem. Aber das Ding ist halt, es kostet halt sehr viel Zeit. Und vor allem ist es ja meistens dann auch für mich in dem Sinne verlorene Zeit. Das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber es ist halt so, weil ich brauche die Zeit ja, um an meinen Videos zu arbeiten und an meinen eigenen Bildern zu arbeiten. Meistens ist es halt so, wenn du jetzt eine Auftragsarbeit für jemanden zeichnest, dann weißt du nicht oder ist nicht klar, möchte derjenige das, dass das dann halt auch gefilmt wird, bei YouTube hochgestellt wird, dann gibt es vielleicht mal ein Video. Wenn du es dann aber wieder in dem nächsten Video verwenden willst, dann musst du wieder neu fragen. Und das finde ich halt so ein bisschen nervig. Ja, ist vielleicht so dieses generelle Ding, was du halt als Künstler hast, dass du es dir halt nicht aussuchen kannst, was du zeichnest, zumindest wenn du davon lebst und dein Geld halt damit verdienst. Und das ist halt auch immer so der Grund gewesen, warum ich mich da so ein bisschen vor verschlossen habe, für andere Leute was zu zeichnen. Vor allem, wenn dann halt auch solche Anfragen kommen, wie kannst du mir ein Tattoo designen, wo dann irgendwie ein Drache und Blumen und alles so weiter mit drin ist.
von, ja gut, nur weil ich halt mal einen Drachen oder so gezeichnet habe. Aber das ist ja in dem Sinne nicht mein Hauptcontent. Gut, das kann die Person halt in dem Sinne nicht wissen. Die fragt mich halt einfach an, weil sie meinen Drachen gesehen hat, den ich halt gezeichnet habe und bei Instagram hochgeladen habe. Aber dass ich halt schon ewig lange keinen Drachen mehr gezeichnet habe. Achso, da fällt mir übrigens ein, nebenbei, wir wollten ja noch diesen Drachen zeichnen aus diesem Drachenzeichenbuch. Das habe ich nicht vergessen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ich muss halt nur gucken, wie ich die Zeit dafür finde. Genau, dieser Drache wurde eben angefragt, ob ich da so ein Tattoo entwerfen könnte in diese Richtung. Aber wenn ich mich da jetzt noch hinsetze und noch ein Tattoo entwerfe, das dauert ja dann nochmal viel mehr Zeit. Ich glaube, die Leute unterschätzen dann teilweise auch, wie lange das dauert, erstmal so ein Motiv sich zu überlegen, was dann halt als fertiges Bild am Ende auch funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel noch jemand sagt, okay, dann hätte ich lieber, ja, zeichne mir mal meine Kinder, wo dann irgendwie so noch Tiere mit im Hintergrund sind oder wo die Gesichter der Kinder noch in die Tiere übergehen oder so, wo ich mir dann auch so denke, ja, es ist ein schönes Motiv, keine Frage. Und es würde sich sicherlich auch gut als Bild an der Wand machen. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, das ist halt dann so krass. Also ich glaube, da wäre ich dann irgendwie wochenlang nur mit diesem Bild zu Gange, dass ich mir erstmal dieses Motiv überlege und dann das Bild halt im Endeffekt auch noch zeichne. Das dauert ja dann auch noch seine Zeit. Und das sind halt einfach so Sachen für mich, weiß ich nicht. Da habe ich nicht Lust drauf, weil klar, du machst damit einen Menschen halt eine große Freude, aber ich finde halt, wenn ich so ein YouTube-Video mache, wo ich halt irgendwie eine Zeichentechnik vorstelle oder irgend so ein Motivationsvideo, erreicht man damit halt viel mehr Leute. Und das macht im Endeffekt halt viel mehr Sinn, als wenn ich jetzt ein Bild nur für jemanden zeichne und da hat sonst niemand was davon. War ja auch der Grund, warum ich überhaupt so mit YouTube, Instagram, Social Media angefangen habe. Damit halt die Bilder nicht einfach nur so in der Schublade sind und ich die so für mich habe, aber im Endeffekt, wer sieht die denn groß? Da hast du dann eben nicht so diesen Bezug zu anderen Leuten, die dann halt auch sich die Bilder angucken können, wo man sich drüber austauschen kann und wo man vielleicht den einen fragen kann, hey, wie hast du denn das gemacht? Kannst du mir dafür noch einen Tipp geben? Oder selber halt Tipps geben, wenn dich jemand fragt. Das sind so meine Gedanken zu Auftragsarbeiten. Deshalb werde ich auch weiterhin keine Auftragsarbeiten anbieten oder halt wirklich mal so ganz, ganz selten. Aber ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu sagen. Wie findet ihr denn Auftragsarbeiten? Nehmt ihr Auftragsarbeiten an? Oder sagt ihr für euch, nee, das mache ich nicht, ich zeichne nur für mich selber, so wie ich das halt mache. Achso, und da fällt mir noch einen Punkt, den ich noch vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Falls ihr euch da nicht sicher seid, wie ihr damit umgehen sollt mit diesem Thema Auftragsarbeiten und vielleicht öfter mal Anfragen bekommt und dann macht ihr das, aber ihr merkt halt, ihr habt daran keinen Spaß, dann solltet ihr wirklich so dann auch nicht die Scheu davor haben, Nein zu sagen und dann abzulehnen. Das mache ich auch total oft, dass ich dann sage, nee, sorry, ist zwar eine coole Idee, aber mache ich halt nicht. Also ihr tut euch damit halt keinen Gefallen, wenn ihr da was annehmt, habt dann keinen Spaß, sitzt an der Arbeit dran und merkt, ist ja eigentlich voll doof und das Endergebnis sieht dann nicht gut aus und die Person, die euch gefragt hat, ob ihr das zeichnen könnt, ist dann im Endeffekt auch nicht so zufrieden. Da muss man halt abwägen. Ich finde, wenn man anfängt zu zeichnen oder wenn man es halt wirklich nur so aus Spaß und aus Hobby macht, da kann man das machen, vereinzelt, aber man muss halt vielleicht vorher sagen, du pass auf, ich mache dir das, ich zeichne dir das, aber es kann sein, dass es nicht unbedingt was wird, weil Zeichnen ist ja jetzt nichts, wo man jetzt so Schnips macht und dann ist das halt wie bei so einer Maschine oder bei so einem Drucker, der einem das dann ausdruckt und dann hast du das Bild halt, sondern du hast halt immer deinen Arbeitseinsatz, du musst dich darauf konzentrieren, du musst halt auch so ein bisschen in der Stimmung sein, um das zu zeichnen. Das unterscheidet dann eben vielleicht auch den Profi nochmal so vom Hobbyzeichner, dass du da den Schalter umlegen kannst und auch Dinge zeichnen kannst, wo du jetzt vielleicht nicht so emotional mit verbunden bist. Das muss, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Und wenn ihr da euch noch unsicher seid und nicht wisst, wie ihr mit dem Thema umgehen sollt, dann macht das lieber erstmal nicht. Nehmt es nicht an, nur weil ihr da irgendwie 50 Euro oder so bekommt. Ich würde da immer auf das Geld drauf verzichten und mir dafür halt das Hobby, was man da hat, sich nicht kaputt machen lassen von Geld oder von irgendwelchen Erwartungen, die man vielleicht nicht erfüllen kann. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare. Ich würde mich da sehr freuen und vielleicht können wir auch nochmal ein Anschlussvideo dazu machen, wo man dann sich nochmal über die Gedanken austauscht. Also, macht's gut!